Hier präsentieren wir die 5 besten Elektrorasenmäher-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Black Plus Decker 3-in-1 Multitrimmer Set. Die Firma Black & Decker präsentiert ein interessantes Modell STC1820CM, das für einen wahren Gärtner mit 3 nützlichen Funktionen ausgestattet ist. Als erste Funktion kann man die Trimmerfunktion nennen, die für Mähen des hohen Grases auf ihrer Wiese geeignet ist. Als Trimmer kann dieser Mäher mit Komfort in schwerem Gelände angewendet werden. Z.B. Man kann mit diesem das Gras entlang dem Zaun und den Mauern mühelos schneiden, auch um die Rasenwege, Gebüsch und Bäume herum. Die zweite und nützliche Funktion, die dieser Wunderrasentrimmer hat, ist die Mäherfunktion. Er verwandelt in einen Mäher durch unkompliziertes Einrasten des Rasentrimmers in das Basischassis. Der Wechsel dieser Modi ist einfach und schnell dank der Click-and-Go-Technologie. Dafür muss man nur den ausgeschalteten Trimmer in die Multitrimmer-Basis leicht klicken. Nummer 4. Makita DLM380Z Akkurasenmäher. Die Werkzeuge von Makita waren immer für höchste Qualität berühmt. Der Rasenmäher DLM380Z ist hier auch keine Ausnahme. Das ist ein erstaunliches Gartengerät. Dieser Mäher ist kabellos und wird von 2 Lithium-Ionen-Akkus mit der Spannung 18 V jeder versorgt. Der Rasenmäher ist mit einem Sichelmesser ausgestattet, das eine Streife bis 38 cm bei einem Arbeitsgang schneidet. Aber es ist zu erwähnen, dass dieses Modell nur 6-stufige Schnitthöhenverstellung hat. Diese Stufen werden durch einen Einstellhebel auf dem Seitenteil des Gehäuses von Mäher eingestellt. Der Rasenmäher DLM380Z hat keine Mulch-Funktion. Das Gras wird entweder in einen Fangkorb oder einfach nach hinten ausgeworfen. Das Fangvolumen des Fangkorbes ist 40 Liter. Dieser ist auch mit einer Füllstandanzeige ausgestattet. Der Fangkorb verfügt über einen Handgriff, der das Leeren erleichtert. Ein paar Worte muss man über die gesamte Ausführung des Mähers sagen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Einhell Elektrorasenmäher GCE.M 1536. Ohne jeden Zweifel ist der Elektromäher GCE.M 1536 von Einhell der ausgezeichnete Helfer für heute im Sinne der Leistungsfähigkeit. Dank Kraft vor dem Carbon-Bewehr-Motor mit hohem Drehmoment schneidet er selbstdichtestes Gras. Im Großen und Ganzen beschneidet dieser Mäher mühelos das Gras auf den Rasenflächen bis zu 600 Quadratmetern. Das Gerät zeichnet sich durch sehr geringes Gewicht aus, nur 10 Kilogramm. Für leichten Transport ist der Mäher mit einem integrierten Tragegriff ausgestattet. Die qualitative Ausführung von GCE.M 1536 ist über alles Lob erhaben, denn sein Gehäuse ist aus schlagfestem Kunststoff angefertigt, was für eine lange Lebensdauer des Geräts sorgt. Um beim Mähen ihren Rasen und Bewuchs zu schonen, ist der Mäher mit großflächigen Rädern ausgestattet. Nummer 2. Wolfgarten Elektrorasenmäher A370E. Wenn Sie einen großen Rasen haben, dann sollen Sie bei der Wahl eines Rasenmähers auf seine Produktivität achten, die sehr wichtige Eigenschaft des Geräts ist. Und hier hat das Modell A370E von Firma Wolfgarten die sehr guten Angaben. Dank der Leistung in 1600W schneidet dieses Gartengerät ohne Mühe die Rasenfläche bis zu 500 Quadratmeter. Es ist deutlich klar, dass solche Produktivität dadurch erreicht wird, dass das Gerät mit Netzanschluss arbeitet. Die Benutzer behaupten, dass dieser Rasenmäher im Laufe von ca. 1,5 Stunden die Flächen bis 5 A ohne große Mühe mähen kann. Aber es ist zu betonen, dass das Modell A370E auch die anderen Eigenschaften hat, die uns besonders gefielen. Der Aufbau der Gerätekonstruktion nimmt ihnen nur etwa ein paar Minuten in Anspruch. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bosch Akkurasenmäher Rotak 32 Lehigh Power.
Nachdem Sie den Rasenmäher Rotak 32 Liefern-Busch ausprobiert haben, können wir Ihnen zusichern, dass Sie völlig ein anderes Gesicht an Grasmähen und Rasenpflege aufsetzen. Bei seiner Nutzung entsteht ein sehr angenehmes Gefühl, dass Sie sich in einem Spaziergang befinden, aber keinesfalls schwer arbeiten. Einer der hervorstechenden Vorteile dieses Gartengeräts ist das, dass es ohne das Kabel funktioniert und das bedeutet wiederum, dass es keine Unannehmlichkeiten gibt, die auftauchen, wenn sich ein Netzkabel an einen Busch klammert. Der Rasenmäher funktioniert mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku mit der Spannung 36 V und Ausgangskapazität 2,6 A. Dank solchem Akku macht der Rotak 32 Li seine Arbeit auch so gut wie ein Elektrorasenmäher. Darüber hinaus verfügt der Akku über die Efficient Energy Management Technologie, die die Laufzeit des Mähers um 15% verlängert. Letztlich führt das alles dazu, dass der Rasenmäher beliebige Arbeit. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.